Kurz informiert bei Heise Online mit der synthetischen Stimme von Isabel Grünewald. Die Europäische Union prüft, ob der Messenger-Dienst Telegram als wichtige Online-Plattform eingestuft werden sollte. Dies würde strengere Regeln zur Verhinderung der Verbreitung von Desinformationen und Fake News bedeuten. Die EU-Behörden befinden sich aktuell in Gesprächen mit Telegram über die Anzahl der Nutzer in der EU und darüber, wie die Plattform zu definieren ist. Die Behörden stellen insbesondere die Behauptung von Telegram in Frage, dass der Messenger-Dienst nur 41 Millionen regelmäßige europäische Nutzer habe. Die Kommission der Europäischen Union hat eine Beihilfe von 1,4 Milliarden Euro für 11 Unternehmen aus 7 EU-Mitgliedstaaten genehmigt. Diese Unternehmen arbeiten an verschiedenen Stellen der Wasserstoff-Wertschöpfungskette für klimafreundliche Mobilität. Aus Deutschland sind die Unternehmen Airbus, DE und BMW dabei. Sie entwickeln Wasserstoffanwendungen für Mobilität und Verkehr. Die chinesische Regierung stellt zusammen mit örtlichen Banken und Investoren einen weiteren Staatsfonds für die Halbleiterindustrie auf. Sie sammeln 44 Milliarden Euro, um die Entwicklung neuer Fertigungsprozesse zu fördern. Die Vorbereitungen für den Fonds laufen bereits seit Sommer vergangenen Jahres. Damals zeichneten sich bereits weitere Exportbeschränkungen nach China ab, die seitdem in Kraft getreten sind. Die Bundesregierung will die Digitalisierung des BAföG-Verfahrens weiter vorantreiben, sieht bei dem Unterfangen allerdings ihre Hände gebunden. Diese Aufgabe liege ausschließlich in der Zuständigkeit der Länder. Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger hat alle Fachminister der Länder zu einer zügigen Einführung der elektronischen Akte in den Ämtern für Ausbildungsförderung aufgefordert. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Studierendenwerke bundesweit mit der Digitalisierung der Anträge kämpften. Viele der zuständigen Ämter müssten die online eingereichten Unterlagen händisch ausdrucken. Antragsteller warteten über Monate hinweg auf ihr Geld. Zudem seien viele der Eingaben unvollständig. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.